Mojo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Dark of Pitches, Man of Medan. So, in der letzten Folge sind wir getaucht und wir haben ja den Zweiten Weltkrieg Flugzeug gefunden. Und ja, wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Ah, Scheiße! Okay, ach, die Frau erstmal. Entkleben. Also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Erkunden. Niemand weiß, dass ihr hier seid, kleine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße! Du hast sie gehört. Thank you.
Was wollt ihr? Was wollt ihr, Wichser, denn? Langsam. Ruhig. Bitte hört auf. Wir beenden das später. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Nichts sagen. Liz auch nicht. Liz scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Wo ist denn mein Bruder? Es geht ihm sicher gut. Ich weiß nicht, geht ihm sicher gut. Diese Typen wollen bestimmt nur Geld oder so. Okay. Dreh dich um. Reserviert, tollkühn, unvorsichtig, ungeduldig. Ach, genau wie die andere. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Hey, hey, bist du okay? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Streitsüchtig. Diese Wichser müssen zahlen. Schalten wir sie aus. Sie könnten sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut. Das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich kletter aus dem Fenster, an der Seite entlang und greife sie an. Wir greifen sie von hinten an. Lass uns nicht hier, okay? Okay, dann los jetzt. 1, 2. Scheiße, ich hab jetzt nicht geachtet jetzt. Ganz ruhig, okay.
Messer greifen. Fallen lassen, Alter. Lauter Amateure hier. Fliss, ich schaff das. Ich regel das. Vorsicht! Mach's nicht schlimmer! Denk nach, was du tust, Bursche. Conrad, komm schon! Wir kriegen diese Arschlöcher! Das Kind will mich umbringen, Olson. Nehmen. Scheiße. Bring sie nach und. Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Setz euch. Da drüben. Du. Genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de con! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! Ah, en Französisch! Geil! Olson! Come here! Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei Gold? Fliss. Du hast es vermasselt. Wir hätten das Boot zurückhaben können. Ja, ich weiß schon. Okay, jetzt haltet die Fresse! Beunruhigen. Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an? Sie hat ihn vom Mandschurei-Gold erzählt. Sie hängt damit drin. Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich habe echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. Sitzen bleiben, alle. Komm jetzt mit. Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es Konsequenzen. Verstanden. Duke of Milan erbittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Wie schlimm ist der Sturm? Hey, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft Sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe? Sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Alles okay. Ja, okay. Alles okay. Hier ein paar Böen und ein paar Tropfen Regen machen uns nichts. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einen Drink an der Küste in ein paar Tagen.
Okay. Uh-oh. Schmeiß alle über Bord! Helfen! Er könnte helfen. Okay, behalt's für dich. Das könnte uns hier raushelfen. Brad bleibt versteckt. Besser nach unten als bei diesen Psychos. Oh ja, toll. Er stirbt vielleicht. Brad ist schon groß. Er kommt klar. Und es ist sicher besser für uns, wenn er dort bleibt. Ach du Scheiße. Sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Okay. Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Ah. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Tür auf, Tür auf, die Stopp, mach, scheiß, mach schnell die Tür auf! Ah, stimmt ja, Französisch, Polynesien. Junior, nehm die Pappe ab. Los!
Scheiße. Meoniula. Wo sind wir? Oh mein Gott. Nö, echt nicht. Los, beweg dich. Das Schiff ist riesig. Das ist ja der reinste Friedhof. Ich hoffe, wir sind hier alleine. Arschloch. Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Hey, hey. Ja, okay, machen wir. Los weiter. Scheiße. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. The Mask of Madness. Warum verschwinden wir nicht einfach? Ich war auch lieber woanders. Bin echt nicht scharf drauf, zu wissen, was hier noch zu finden ist. Schnauze, wir gehen weiter! Was zum Teufel wollen diese Idioten von uns? Ark, Scheiße! Internes Memo. Sie übernehmen morgens Patterson Wachdienst. Er ist schon wieder krank. Ist er komischerweise immer, wenn er Dienst im Frachtraum 3A hat? Antritt um 2400. Siehe Dienstplan. VIP Port fort. Kopie an QM MLS. Schon wieder? Das ist das dritte Mal in dieser Woche. Keiner von uns ist gern da unten. Vielleicht sollte Patterson sich mal zusammenreißen. Nicht meckern. Machen! Außen! Hier ist eine Tür! Okay. Ihr alle in den Raum. Hey, es ist dunkel hier drin. Wir brauchen Licht. Geben wir denn doch mal was? Damit ich jetzt rausfinde. Danke. Ich versuche mal auf den französischen Dialekt. Weil es muss ja auch ein richtiger Franzose klingen. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Verlassenes Schiff.
Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Ach, echt, Sherlock? Schreibst du auch ein Buch drüber? Sei etwas nett, Fliss. Er braucht das. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn Ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Es ist gefährlich hier. Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Wir haben schon versucht zu fliehen. Das ging nicht wirklich gut. Wir müssen zurück zum Boot und Brad finden. Was ist mit ihm? Keine Ahnung. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Was ist eine Verteilerkappe? Also, okay. Was genau ist eine Verteilerkappe? Stell dir vor, du redest mit einem, der absolut nichts über Boote weiß. Sie macht, dass der Motor läuft. Was weiß denn ich? Ohne sie ist der Motor eben tot. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Fliss? Okay. Ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also, ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. Warte mal kurz, ich mach das mal gleich. Ah, was war das doch mal? Wir dir sagten, das wird ein nettes Abenteuerchen. Was ist hier passiert? Das ist eine Rechnung mit Einzelposten für all die, American Overseas. Archäologen in Irak vermisst. 24 britische Archäologen sind in Sargos-Gebirge in Irak verschwunden. Die Hudson-Expedition traf letzte September in der Königreich ein und war nach einigen Angaben den Relikten. Echt unheimlich. Eine Brille. Fräulein, hallo meine Süße, ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate, ich hatte mit meinen anderen Jungs Landgang. Wir haben ein paar Bier getrunken, aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen. Aber ich fühle mich hilflos, weil ich weiß, so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Mein Wachdienst in der Ladenräume habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Es ist dunkel und unheimlich da unten. Einige der Jungs haben da ein Gestalt herumschleichen sehen, aber ich trage dich immer bei mir. Deshalb wird mir nichts passieren. Schon bald bin ich bei dir. Dann suche ich mir einen Job als Mechaniker und wir können heiraten und 2 Kinder bekommen. Wir werden für immer zusammen glücklich sein. In Liebe, Myla X.
das wohl abgerissen wurde. Ich sehe mich im Maschinenraum um. Dann durchsuchen wir die Lederräume. Die Lederräume? Im Ernst? Hast du dich hier mal umgesehen? Hier fällt alles auseinander, Olsen. Dafür brauche ich mehr Wert zurück. Tu einfach, was ich sage. Monsieur. Leck mich. Was? Was hast du gesagt? Nichts, Arschloch. Stopp, aufhören. Schnauze, Junior. Bleib hier und pass auf die Gefangenen auf. Gefangene? Ist das ein Knast? Reizend. Tja, was ich sage und halt den Mund, dann wird's. Da werden wir bald recht. Hier stimmt was nicht. Weißt nicht, hier ist es unheimlich. Olsen, wir wollten sie bloß ausrauben. Jetzt hängen wir auf dieser Scheiß-Kahn fest, der Tod. Und mit Gefangene, das geht mir alles zu weit. Schnauzer, haltet bald die Schnauze. Ich bin der Captain und ihr tut, was ich sage. Was ist los? Wir leben unser Leben, Conrad. Was davon noch übrig ist. Ich habe einen Brief gefunden. So ein Typ hat seiner Freundin was über all die Geister auf dem Schiff geschrieben. Geister? Er vermisst seine Freundin. Dieser Typ war bestimmt nur zu lange von seiner Süßen weg und hatte einen Lagerkoller. Mann, da würde ich sicher auch Gespenster sehen. Genau. Okay. Ein Typ beschwert sich über einen anderen, dass der krank spielt, damit er einen Laderaum nicht bewachen muss. Ich schätze, er war wohl ein Wiederholungstäter. Klingt so, als hätten es alle hier unten gehasst. Tja, und die Moral ist, Finger weg von Laderäumen, in denen es spukt. Ach ja? Vielleicht wollten sie bloß nicht da unten arbeiten. Ja, oder es gibt da Supergeister. Das ist... was? Geister, aber in 16 Bit. Genau, aber keine Ahnung, was du meinst. Supergeister. Klar. Bleiben wir einfach ruhig und suchen einen Weg hier raus. Wenn ich nur wüsste, was diese Fischer wollen. Wen juckst, was die wollen? Die suchen bestimmt nach Gold. Volltrottel wollen bestimmt bloß mit dem Majurai-Gold schnell Kohle machen. Das existiert vielleicht gar nicht. Was, wenn sie überhaupt nichts finden? Dann sind wir am Arsch. Also, was tun wir? Wir wollen ein Abenteuer, oder? Wir haben zwei Optionen. Provokant. Wir wollten doch ein Abenteuer. Also besser als das hier geht's doch nicht. Oh, echt jetzt? Du meinst, ich pack's nicht? Ist mir doch egal. Ich will nur diese Vorteilskappe für die Duke haben. Also werdet mal alle erwachsen und helft mir dabei. Dann kommen wir vielleicht endlich wieder an unser Bier oder was doch davon übrig ist. Und Schluss. Was meint ihr? Okay, also von hier aus kriegen wir nichts gebacken. Wir müssen uns umsehen und nach einem Ausweg suchen. Okay, klar. Bis später. So, jetzt machen wir mal. Warte mal kurz. Alter, was hat das zu bedeuten eigentlich? Kurzrichtung. Schnellboot? Ach so. Okay, jetzt. Eine Luke! Hey, guck, was ich gefunden habe.
Fuck! Warte mal. Mal sehen, ob ich das abkriege. Was so? Oh, Scheiße. Was gefunden? Ich kriege ihn nicht auf. Hey. Hier. Vielleicht können wir ihn aufbiegen und abhauen. Wow, wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Wir finden ja raus. Dann finden wir es doch raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Nein, ich mach das. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Okay. Versperren. Ablenken. Hey, ja, ihr, Long John Silver und so. Was macht ihr denn da draußen? Achterstücke und eine Pulle voll rum, die einbeinigen Hackfressen. Ja, ihr. Ich weiß ja, die Piratenpapageien von den Schultern und zerstampft sie zu Regenbogen einfach. Ich warne euch. Ich bin Amerikaner. Und jetzt mein Präsident euch schafft, das wird er nämlich. Euch alle. Persönlich? Hey, kannst du mich hören? Ich rede mit dir. Hallo. Ja, klar. Amerikaner, aber europäische Wurzel. Ja, klar. Beeilung. Die weißen Amerikaner sind ganz normale Stink-Europäer wie wir. Oh, warte mal kurz. Die weißen Amis sind ganz normale Stink-Europäer wie wir. Wieder hinstellen. Conrad, Oberdeck. Sei still. Wir müssen jetzt weiter. Sieh mal, sie haben sich schön gemacht. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. So, was ist dann hier? Warte, das könnt ihr selber lesen. Okay, was ist denn hier? Und dann waren da noch geheimnisvolle Stinkesocken und Boxershorts. Oh, verdammt, ey. So, hier haben sie ihre Wäsche gewaschen. Ist ja klar.
will nur wissen, wo zur Hölle alle sind. Wir müssten Dutzende Leute an Bord sein. Hunderte. Wie konnten die alle verschwinden? Und ihr Zeug ist noch hier. Das stimmt hier nicht. Ah. Wo ist der Sie sind hier, Pfeil? Was war denn das, ey? Ein Geist! Okay, gucken, was da ist. Okay, später. Okay, das könnt ihr selber lesen, Leute. Gruselig. Okay, Leute, würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Und ihr könnt mir unten einen Kommentar hinterlassen. Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza. Tschüss.